Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, fangen wir dieses Jahr so an. Und alle die, die es noch sind, noch nicht sind, haben die Chance, jetzt kurzfristig auch Schützenschwester oder Schützenbruder zu werden. Ich hatte Sorge, dass wir nicht fertig werden. Just in time ist unser neues Haus fertig geworden. Es fehlen zwar noch so ein paar Kleinigkeiten, das werden wir nachrüsten, aber ich glaube, die Feuerprobe hat unser Kühlschrank bestanden. Es hat alles funktioniert, am Anfang mit einigen Schwierigkeiten, weil wo ist denn dies? Das war doch immer da. Wenn man umzieht, muss man hinterher auf die Umzugskarton mal durchgucken. Aber ich denke mal, es hat klasse geklappt. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Uschi hier heute Nachmittag nochmal aufrollt, aber die hat Besuch gekriegt. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, auch hier nochmal Danke zu sagen, weil ohne Uschi wird das da nicht stehen. Heute Morgen hat meine Frau gesagt, ja eigentlich bist du ja da völlig über. Du machst nur eine gute Figur, andere müssen immer arbeiten. Ich versuche jetzt mal die gute Figur hinzukriegen. Lass das nicht so stehen. Ich habe gesagt, du sollst nur eine gute Figur machen. Ah ja, okay, ich gebe mir jetzt, Mühe, das hinzukriegen. Ich weiß, was du gemeint hast. Ich möchte natürlich Danke sagen, weil das ist ja keine Einzelleistung bei allen Helfern, die die Kuchen gespendet haben, die noch hinterm Grill stehen und auch hinterm Grill noch schwitzen, die Kaffee und Kuchen verkauft haben, die die Scheiben ausgewertet haben und verkauft haben. Eigentlich Dankeschön an alle, weil die hat prima funktioniert. Es hat alles geklappt. Und wenn man 6 Stände hat, geht auch alles viel, viel schneller. Freitag um 17 Uhr treffen wir uns in der Nachbarschaft, also 2 Häuser weiter, und wollen dann versuchen, der Königin und dem König die Scheibe ans Haus zu bringen. Anschließend, glaube ich jedenfalls, gibt es Königsbier. Auch das wird bei der Feuerwehr stattfinden, im Zelt bzw. im Keller. Das Königsbier ist schon mal gut. Also das entscheiden die Majestäten. Vielleicht gibt es ja auch Oettinger, ich glaube es aber nicht. Vielleicht doch, dann werden sie abgeschossen. Oder rein. Ja, und in diesem Jahr hatten wir ja eine Besonderheit. Es hat sich ja schon rumgesprochen, Bad Leburg wird in diesem Jahr 325 Jahre alt. Der Schützenverein, das war auch ein Vorschlag vom Vorstand, wir schießen eine Jubiläumsscheibe aus. Ich hätte mir etwas mehr Resonanz erwartet, aber es haben doch einige den Versuch gewagt, weil es durften nur Nicht-Mitglieder auf diese Jubiläumsscheibe schießen. Es war auch in den Ausschreibungen angedroht, wir bringen die Scheibe auch vorbei, und der Gewinner hat gesagt, macht man, ich gebe dann daran aus, wir kriegen das schon hin. Sehr ordentlich. Die Jubiläumsscheibe brauchen wir jetzt nicht vorzeigen, die steht da immer noch drin, die kennt glaube ich jeder. Ja. Markus? Markus, komm mal. Ans Haus kriegt. Wir haben uns ja auch Mühe gegeben, dieses Jahr Könige und Königinnen auszuschießen. Es hat ein bisschen gedauert, weil einige waren doch etwas schnell aus dem Rennen. Manche sind gar nicht ins Rennen gegangen. Ich war sowas von entspannt. Aber wir haben es hingekriegt. Wir haben eine dritte Königin. Das ist die Angelika Toni Taylor. Hallo. Wir haben eine zweite. Die wäre
gerne die Erste geworden, das ist Birgit Sinsch. Aber auf den letzten Metern verrissen. Ja. Dann haben wir eine Wiederholungstäterin. Hey, das bleibt alles Heike. In Ordnung. Bisschen weiter zusammen. Bisschen dichter ran, bitte. Nach vorne, ja, ja. Nein. Nee, alles im Zentrum, alles in einem Haus. Bist du alle drauf, Rainer? Doppelpack. Aber die habe ich etwas Probleme. Ja, ich weiß. Ich passe da nicht ganz rein. Alles klar, danke schön. Jetzt könnt ihr euch wieder. Vielen Dank an die Majestät. Fessel kommt heute nicht, das macht Rainer heute. Rainer ist die Fessel. Auf unsere neue Majestät, Andrea. Gut, Schatz, gut, Schatz, gut, Schatz. Wir wollen zur Preisverteilung kommen.